Jo, ich bin Benno Wiesenkamp. Ich bin der Inhaber und Betreiber der Fattoria Musica. 48 Jahre alt. Ich komme aus Osnabrück und freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Interview. Jo, ich bin Osnabrücker und hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich war auf dem Carolinum damals und habe fast mein ganzes Leben hier verbracht und war nur zum Studieren weg in Köln. Ich habe Schlagzeug studiert, Schlagzeug und Klavier und mache seitdem ich Kind bin Musik und habe mich dann irgendwann als Teenager ins Schlagzeugspielen verliebt. Das war mein Ein und Alles, habe hier viel gespielt, mit Bands in der Region auch und damals, als ich noch zur Schule ging, auch schon in der Uni Big Band zum Beispiel von der Universität Osnabrück. Und bin dann nach Köln gegangen, um da zu studieren. Und in der Zeit hatte mein Vater hier diesen Hof gekauft. Und wir hatten uns überlegt, dass wir was zusammen machen wollten. Wir wollten ursprünglich mal einen Raum für Musik haben. Das ist jetzt der große Aufnahmeraum, den wir vielleicht später noch sehen. Und das hat sich dann innerhalb der Jahre tatsächlich zu einem größeren Studio entwickelt. Am Anfang habe ich noch Kurse gegeben, unterrichtet, Konzerte organisiert, alles mögliche, Musikproduktion war ein kleiner Teil davon. Und ja, letztes Jahr war 20-jähriges Jubiläum von Fattoria Musica in 2022. Und das ist so in der Kurzform die Geschichte der Fattoria. Ja, also ursprünglich ging das hier los mit viel Jazzmusik, weil ich auch Jazz studiert habe und alles, was so verwandt ist von der Musik. Und da kamen am Anfang die Kollegen, mit denen ich studiert habe, wovon jetzt auch einige am IFM Osnabrück arbeiten, also von den Jungs, mit denen ich in Köln war. Das ist auch nochmal eine Verbindung zu Osnabrück. Und die Räume und die Studios sind ursprünglich auch genau dafür gebaut worden. Ich wollte große Räume haben, die natürlich klingen. Dann haben wir einen Steinway-Flügel, viele getrennte Räume. Das war damals gerade Mode, das zu machen. Und das kommt jetzt bei den anderen Musikrichtungen, die wir machen, uns auch entgegen. Also wie gesagt, am Anfang eigentlich für akustische Musik gebaut. Dann haben wir auch ziemlich viel Klassik gemacht, weil ich Tonmeister kennengelernt habe. Damals hatte ich von Technik noch nicht so viel Ahnung. Also vor über 20 Jahren, da brauchte ich Betreuung, habe ich ein paar Tonmeister kennengelernt, aus Detmold auch. Und dann ging das in die Richtung. Und mittlerweile kommen auch viele Nachwuchsmusiker noch nach wie vor, aber es hat sich einfach durch die Kontakte verbreitet. Und da sind zum Beispiel auch viele Hip-Hop-Künstler, die hier produzieren oder also Alben produzieren oder auch einfach eine Kreativphase machen. Und klar, große Namen möchte man auch immer gerne hören, zum Beispiel Materia hat ein paar Alben produziert, Casper hat sein aktuelles Album produziert, dann das neue Seed-Album wird zum Beispiel gemacht oder was ganz anderes, 102 Boys, das ist eine ganz andere Richtung von Hip-Hop. Das ist aber organisch gewachsen und auch über eigentlich die Kontakte, die ich im Musikstudium oder sogar noch davor aus Osnabrück auch hatte, hat sich das so entwickelt. Und ich habe das eigentlich immer hier so gesehen, dass das ein Kreativraum sein soll. Das war es am Anfang, wo wir halt, wie ich das eben schon beschrieben habe, auch unterschiedliche Sachen gemacht haben. Und mit Musikproduktion hat sich halt herausgestellt, dass das ist, was die Leute am meisten anspricht. Und jetzt haben wir gerade eine Band da, die heißt Kapelle Petra. Die machen das genauso, die haben den Produzenten dabei, Tobias Rügger. Und da haben wir dann in einem anderen Raum den Regieraum eingerichtet, weil das einfach von der Infrastruktur besser war. Und die ganzen Räume sind auch flexibel gestaltet. Und gerade bei der Hip-Hop-Sache, wo man relativ wenig Technik braucht, um eine geile Produktion zu machen, geht das auf diese kreative Idee zurück, dass man einen Ort hat, wo man hinfahren kann. So, das ist eigentlich für mich auch sehr erfreulich, weil ich das jetzt schon seit 20 Jahren mache und jetzt auch immer wieder Produktionen gibt, wo die Leute nur in Anführungszeichen den Ort brauchen. Mit Abstand Osnabrücker Pizza House von meinem lieben Freund Udo. Rosenhof auch mit weitem Abstand mit meinem Lieblingskonzert letztens Wanda war sensationell. Ja, notgedrungen Auto beruflich. Sagen wir mal beruflich Auto, Privat, Fahrrad.
gewohnt. Ist das nicht dasselbe? Beides. Nur der VfL. Ja, Grünkohl. Bester Berg. Stadtbahn.